aufgrund eines Kontakts mit einem Kunden hatte, nochmal den Unterschied zwischen Konditionieren und Alltag. Also sprich soziale und formale Kommunikation. Wenn der Hund irgendwie aktiv wird, sei es, weil er bei der Tür es läutet oder weil er ein Reh sieht oder weil er einen Radlfahrer nachgeht oder was auch immer, also wenn er aktiv geht und führt will oder in der Richtung, dann macht es nicht viel Sinn, dass ich ihm sage, sitz. Weil wenn ich sage, sitz, dann versteht der Hund hinten am Boden. Ja. Er versteht aber nicht, lass das Reh, lass den Radfahrer, lass meinen Besucher. Das versteht er nur, indem wir ihm eine Lasterskommunikation geben. Sprich, wir nehmen dem Hund Raum, wir machen uns groß und rennen den Hund nieder, unter Anführungszeichen. Ja. Anderes Beispiel, Platz. Ja. Wieder, wenn wer zu Besuch kommt, wenn ich den Hund irgendwie stationiert brauche und ich sage dem Hund Platz, ja, dann macht er vielleicht Platz. Vielleicht auch, wenn ich mich dann wegdrehe und zur Wohnungstür gehe, um den Besucher hereinzulassen, ist er gleich hinter mir. Aber was versteht er? Er versteht Bauch am Boden. Er versteht nicht, er soll den Besucher in Ruhe lassen. Er soll aufhören mit dem Kläffen. Er soll was auch immer lassen. Er versteht nur Bauch am Boden. Nimm ich aber Raum und sag, lass es. Ja? Oder mache ich ein unverbales Deckentraining. Ja? Dann versteht er, ach so, ich soll zurückdenken. Ich soll in meinem Bereich bleiben und der restliche Bereich ist deiner. Sprich, auch der Besucher, der einer kommt, ist meiner. Das ist der Unterschied zwischen sozialer und formeller Kommunikation. Ja. Die formelle, das ist die Konditionierung, da versteht der Hund nur, was er körperlich machen soll. Aber das Mindset, seine Gedankengänge sind immer noch gleich. Nämlich auf das Reh, auf den Besucher, auf was immer. Das gleiche, wenn ich den Hund in die Ruhe bringen will. Ja? Dem Hund Platz zu sagen, ja, manchmal funktioniert es, wenn er nicht so aufgeregt der Hund ist oder wenn er eben daheim ist und es passiert nichts, funktioniert es. Aber wenn der Hund aufgeregt ist wie Bolle, ja, weiß Leid oder was immer, ist es ein Wahnsinn, den Platz zu sagen. Und das funktioniert dann auch oft nicht. Und dann sind die Leute wütend und garstig und sagen dann, ja, aber das funktioniert immer und wenn es braucht, dann nicht. Ja, weil der Hund nie gelernt hat, in die Ruhe zu kommen. Das heißt, wenn wir aufgeregt sind, ja, wir wissen oft nicht einmal unseren Namen. Wenn ich sage jetzt einmal, wenn ich das Rettungssanitäter unterwegs war und die hat einen Schock gehabt, die hat nicht einmal ihren Namen gewusst. Ja. Und so kann man sich das auch vorstellen beim Hund. Ja. Wenn der aufgeregt ist, der weiß nicht mehr, was sitzt. Der weiß nicht, was er sich erst machen soll. Ja. Das heißt, zuerst muss ich ihm sagen, lass es, indem ich ihm Raum nehme und sage, lass das, was du gerade machst. Lass es aufgeregt zu sein. Ja? Und dann kann ich ihm allenfalls einen Sitz geben. Nur, wenn er nicht mehr aufgeregt ist und ruhig neben mir steht, brauche ich auch keinen Sitz. Und Sitzplatz bleibt und alles, ja. Das ist nichts, wo man ein Zugehörigkeitsgefühl bekommt. Ja, weil, wurscht, ob man es jetzt mit oder ohne Lecker macht, ja. Das ist nichts, was bindet. Während Raum nehmen, Raumverwaltung, Hunde denken ja örtlich, ja, territorial, wie der Mensch ja im Übrigen, ja, das macht für den Hund einen Sinn. Und der sagt, ach so, du verwaltest das jetzt da. Okay, dann trete ich zurück. Deswegen sollte dann immer zuerst die soziale, sprich die Lasterskommunikation funktionieren. Ja, weil dann, damit lernt der Hund Zugehörigkeit, damit lernt er Vertrauen und Sicherheit in uns Menschen, in uns Hundeführer zu haben. Durch Sitzplatz bleibt, lernt der Hund gar nichts an Zugehörigkeit. Auch durch Leckerchen einen Schirm lernt der nichts, ja, außer betteln. Ja. Und ich habe viele Hunde in meinem Kundenkreis, die überhaupt kein Zugehörigkeitsgefühl haben. Und was die alle gleich haben, ist,
sie können mit dem Hund nicht freigehen. Besonders heftig finde ich die Hunde, die bei mir freigehen können, und bei ihren Besitzer nicht. Weil was sagt man das aus über die Beziehung zu seinem Besitzer und über die Beziehung zu mir? Liebe ist nicht käuflich, ja. Zugehörigkeitsgefühl ist nicht käuflich. Weder beim Tier noch beim Menschen, ja. Das gilt ja das Gleiche für die Kinder, ja. Wenn ich glaube, ich muss den Kindern 7-mal im Jahr irgendwo tolle Urlaube gönnen und jedes Quartal neue Fetzen und was weiß ich was, ja, dann wäre im Alter wäre die Rechnung kriegen. Weil die kommen nur um ja zu sammeln, ja. Aber logisch auch, weil es gibt ja keine Bindung. Keine wirkliche, ja. Es gibt nichts, was von Herzen kommt. Weil Geld hinschmeißen, Materielles kommt nicht von Herzen. Genauso wie Leckerchen hinschmeißen nicht von Herzen kommt. Wer im Alltag mit Leckerchen arbeitet, der versteht nicht, dass der Hund ein hochsoziales Lebewesen ist. Und der hat den gleichen Kreisläufe wie wir. Fängt an mit Herz, Blutkreislauf bis zum Hormonkreislauf. Und die Hormone sind die, die Liebe, das Liebesempfinden hervorrufen. Also Oxytocin ist das, was die Bindung macht, ja. Oder dieses Prolaktin, dieses Elternhormon, ja. Das ist das, was Eltern-Kind zusammenschweißt. Aber das kommt nicht, indem ich ein Leckerchen hier habe oder indem ich meine Kinder 7-mal im Jahr auf Urlaub schicke. Also davon wird nichts kommen.